So, was geht ab, Leute? MAJ, der Gangsterboss auf der BA2T-Tour. Da der utopische Körperbau. Hier der utopische Style. Obwohl, eigentlich bin ich ja selbst da, ne? Ja, auf jeden Fall, heute mal was ganz anderes. Ihr seid auf einem Fitnesskanal, aber fragt euch, was ihr jetzt hier bei einem Konzert sucht. Ja, wie ihr wisst, ich bin ein fitnessbegeisterter Mensch und versuche immer mein Training zu pflegen und es nicht zu vernachlässigen. Ich habe hier noch den Bura dabei von FaxenTV und auch YouTuber trainieren. Wie oft trainierst du in der Woche so? 4 bis 5 Mal. 4 bis 5 Mal. Der Junge muss natürlich auch darauf achten, dass er immer fit aussieht für die Kamera. Mit Bura habe ich natürlich einen fleißigen Trainingspartner, der jede Trainingseinheit mitmacht. Und wir haben uns hier ein paar Übungen angeeignet, die wir machen aus der Not heraus. Ihr seht, da ist nicht viel am Start, aber wir improvisieren natürlich. Das könnt ihr nachmachen, Freunde. An jeder Parkbank oder an jeder Kante, die ein bisschen höher gelegt ist, und dann runter. So. Davon macht ihr dann jeweils 10 Stück. Das geht gut rein. Geht gut rein, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen geübter. Das ist schon der 4. Auftritt. So. Davon macht er dann 10 bis 12 Wiederholungen und jeweils 3 Sätze. Dann habt ihr den Trizeps abgearbeitet. Direkt umdrehen und mit Liegestützen weitermachen. Hier an den und 1, 2, 7, 8, 9, 10 und 1, 2, 3, 9, 10 und direkt wieder hoch. 1, 2, und so weiter, Leute. Das macht ihr auch. Jeweils 10 Wiederholungen, 3 Sätze. Dann seid ihr erstmal gut aufgepumpt. So, wir gehen weiter. So, meine Freunde, wie ihr wisst, meine Fans wollen immer den utopischen Körperbau sehen. Deswegen muss ich natürlich auch Bizeps-Training machen. Und dafür haben wir uns einen kleinen Trick ausgedacht. Dieses Handtuch simuliert quasi die Langhantelstange. Und ja. Bist du bereit, Bora? Ja. Auf 3, 1, 2, 3. Da kommt er schön ins Schwitzen. Und das gleiche könnt ihr natürlich auch für den Trizeps machen. So, du gehst hoch. Und ich rück runter. Dann wieder hoch und ich rück runter. Wieder hoch und. So, Leute, jetzt habt ihr gesehen, so macht man ein ganz einfaches Arm-Workout, Bizeps und Trizeps. Wir sind immer gut dabei danach, oder? So einfach könnt ihr euren Körper aufpumpen. Die anderen Übungen habt ihr auch gesehen. Also wenn ihr mal unterwegs seid mit einer anderen Person, nehmt euch ein Handtuch mit, da spart ihr euch die Hand über. Damit ihr wisst, Leute, ihr müsst eurer Fantasie freien Lauf lassen. Das sieht natürlich alles sehr unsportlich aus. Aber ihr könnt aus allem irgendein Trainingsgerät schaffen. Zum Beispiel hier aus dieser Bank. Ist eigentlich zum Sitzen gedacht. So. Und dann machst du den. Also wie gesagt, es gibt keine Ausreden, weil man findet immer etwas zum Trainieren. Das ist nicht das einzige Trainingsgerät. Wird bestimmt noch was anderes sein. Hier, habt ihr so einen Trocker. Könnt ihr aufnehmen. Kann man auch Bizeps Curls mitmachen. Alles ist möglich. Hier sind jetzt leider gerade nur leere Kästen da, aber wir haben eigentlich mal volle Kästen. Die könnt ihr euch auch schnappen. Dann könnt ihr Nackentraining machen. Einfach so hochziehen. Das ist jetzt natürlich kein Gewicht, aber wenn da Flaschen drin sind, Glasflaschen vor allem, ist da Gewicht drin. Also erstmal 15 Stück hoch und dann bis zum Nacken ziehen. Das ist richtig anstrengend, wenn da Gewicht vorhanden ist. Und davon natürlich auch immer 3 Sätze, je 10 Wiederholungen. Ich habe ein paar Sachen von Sack Plus mitgebracht. So, jetzt einmal alle für die Kamera. Wer von euch nimmt Sack Plus? Also alle zusammen. Sack Plus!
Und noch da hinten. Und hier vorne. Ja. So, einmal Applaus für Zack Plus, für den Sponsor. Okay, das reicht jetzt aber auch. So. Es ist der Mann, der Banger, trotz meiner Homophobie. Lass mal begehbar, ein kleiner Schock, eine Homophobie. Sieh dich an, ganz im Raum sterbe. Denn ich hab Arme, so wie Baumsterbe. Ich trage Schatz, trotz Verhalten.